Heute melden wir uns aus dem Stadtvelodrom, liebe Zuschauer. Am Mikrofon für Sie, wie gewohnt, Wolfuß und Frank Buschmann. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Olympique Marseille gegen Benfica. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Partie. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich auf dieses Spiel. Da haben Sie die Chance. Und Aubameyang. Bringt er sie in Führung? Das ist Geoffrey Kondogbia. Super gemacht, gute Verteidigung. Gefährlich jetzt. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Benfica ist also in Rückstand geraten. Es geht weiter. Rafa. Florentino jetzt. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. João Mario. Oh, viel Platz jetzt. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Wir blicken. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Mbemba. Balerdi. Amin Harit. Am Ball Kondogbia. Klaus. Gefährlich jetzt. Balleroberung. Jonathan Klaus. Jordan Veretout. Rafa. Gut dazwischen gegangen. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Klaus. Mbemba. Marseille mit viel Platz auf dem Flügel. Und Aubameyang. Da ist der Ball weg. Di Maria am Ball. Wird eine Ecke geben. Der Ball kommt rein. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Angel Di Maria. Jetzt kann da was entstehen. Gibt's jetzt die Torchance. Da können sie jetzt in Führung gehen. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Ich glaube, die meisten Fans dürften da mit der Leistung vor der Pause zufrieden sein. Wie hast du es gesehen? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Veretout. Am Ball Kondogbia. Wird das seine Torchance? Könnte die Führung werden.
Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Es gibt Strafstoß. Sie wollen die erneute Führung. Aubameyang verwandelt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Joao Mario. Am Ball Kondogbia. Sie holen sich hier den Ball. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Er ist frei, da kann was draus werden. Endstation Torhüter. Das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten, aber sie sind frei durch. Da müssen sie mehr draus machen. Veretout. Am Ball Kondogbia. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Aubameyang, Riesenchance. Da kann er klären, gut aufgepasst. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Leonardo Balerdi. Vitinha. Veretout. Klasse Pass. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Oh. 3:1 heißt es also jetzt. Er kann sich durchsetzen. Ist das der Anschlusstreffer? Und drin ist er. Da sind sie wieder. Jetzt sind sie bis auf ein Tor wieder dran. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Kondogbia. Aubameyang jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Aubameyang. Klasse Aktion. Jordan Veretout. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Arthur Cabral. João Mario. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Wichtig, dass sie diesen knappen Sieg ins Ziel retten, dass sie den über die Zeit bringen. Es hätte auch anders ausgehen können. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war, das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Der dürfte heute zufrieden sein. Sie gewinnen hier und er hat auch noch eine klasse Leistung abgerufen.